Hallo und herzlich willkommen zur wohl kürzesten Ausgabe des Modellwochenonkel Adventskalenders mit seiner Harley Davidson Fatboy von Revell im Maßstab 1:12. Wir haben heute wahrscheinlich die kürzeste aller Ausgaben, zumindest was die Bauteile angeht. Vielleicht verfällt der Onkel ja wieder ins Quasseln. Also, hier haben wir unser Döschen und jetzt haltet euch fest. So. Ich habe nur eine Bier getrunken. Eine Bier. Das ist alles. Gut, wir machen heute die Bremse von unserem Moped. Und vorher erzähle ich euch aber noch ein paar Geschichten, damit es sich wenigstens überhaupt lohnt, die Daten hier runterzuladen und sich das anzugucken. Es war nämlich zum Beispiel am 9.12.1959, wurde auf der Hauptversammlung von BMW gegen die Übernahme von der Daimler-Benz AG gestimmt. Sonst hätten wir heute einen großen deutschen Autobauer weniger. Und auch weniger Motorräder, nehme ich an. Mercedes bauen die Motorräder? Ich glaube nicht. Wenn doch, klärt mich gerne auf, belehrt mich eines Besseren. Ich habe keine Ahnung. Wie so oft, aber ob sie erstmal was erzählen, das ist ja auch irgendwas. Geburtstag haben wir, und zwar 1964 geboren, Hape Kerkeli. Beatrix in een tolle limousine in Berlin, ja. Die zit nämlich een beetje hier aan Gouda, alles over die atmosfeer, niet Klaus? Ja, toll. Kleine Bevölkerung hinwinken, macht auch einen irren Spaß, aber man muss aufpassen, sonst kriegst du einen Winkarm. Herzlichen Glückwunsch, liebe Königin. Schön die Hand vors Gesicht, sonst sehen Sie, dass ich nur die Trickse bin. Und es gab auch nicht nur Schönes, denn 2005 zum Beispiel ist in London die letzte Runde des Route Masters, den ja auch einige von uns hier bauen, als Modell gewesen. Seitdem wurden die Busse von neueren, moderneren Fahrzeugen ausgetauscht, ersetzt. Bei denen zum Beispiel ist diese Plattform, wo man einfach so drauf hüpfen konnte, gibt es nicht mehr. Da wird jetzt ja, mit deutscher Gründlichkeit vorne beim Fahrer eingestiegen. Vielleicht könnte man das so sagen. Sicherlich wird es die noch geben im Tourismusbereich oder so, das will ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob letztes Mal da war. War das vor 2005 oder danach? Ich bin mir gerade nicht sicher. Fakt auf jeden Fall, aus dem regulären Betrieb sind diese Busse dann am 8.12.2005 verschwunden. Aber es gibt auch schöne Sachen. 1982, E.T. der Außerirdische wollte das erste Mal in deutschen Kinos nach Hause telefonieren. Nach Hause telefonieren. Was? Nach Hause telefonieren? Ja, sehe ich aus wie die Telekom oder was? Und nach Hause telefonieren könnt ihr jetzt auch, aber erst, wenn wir hier fertig sind. So, und zwar, das ist wirklich, ich war fast ein bisschen traurig, als ich das gesehen habe, was wir heute zu tun haben. Aber was soll ich machen? Wir haben 24 Tage, es sind 24 Videos. Und ich habe sowieso nur 22 Bauschritte in dieser Anleitung. Ich habe kein Modell mit 24 gefunden. Und dementsprechend müssen wir das halt machen. Manchmal haben wir halt ein bisschen mehr, manchmal haben wir ein bisschen weniger. Heute ist es eine dieser Ausgaben, die ein bisschen kürzer sind. Das macht aber nichts. In Gedanken bin ich immer bei euch. So, da setzen wir den Bremssattel zusammen. Ups. Und mit einem Zahnstocher sichern. Na, komm schon her. So. Ja. Damit das ganze Ding nicht in sich zusammenfällt. Wir lassen das trocknen und ich verspreche euch, morgen am 10.12. geht es wieder richtig zur Sache. Bis dahin. Bleibt gesund, ich wünsche euch wirklich von Herzen alles Gute, wir sehen uns, macht's gut, ciao.